Das sind die Städte und Orte, die ich in der Tschechei besuchen möchte. Fahrt von Ottenschlag über Zwettl, Vittis nach Heidenreichstein und durch Eisgarn und bei Sackhäusern zur jetzt offenen Grenze in die Tschechei. Nach circa 125 Kilometer parke ich in Kamenice, eine Kleinstadt zwischen Neuhaus und Bilgram. Bemerkenswert ist hier das Renaissance-Schloss aus dem Jahr 1570, ursprünglich entstanden aus dem 13. Jahrhundert aus einer Burg. Bei späteren Barockumbauten wurde 1744 das Eingangstor umgebaut. Seit 1831 ging das Herrengut von Kamenice ins Eigentum von Baron Guy Müller über, einem Wiener Bankier. Zu dieser Zeit bekam die Außenfassade und der Garten seine klassizistische Gestalt. 1945 wurde das Schloss von der Familie Guy Müller enteignet und war bis 1998 ein Erholungsheim für Kinder. Heute befinden sich drei verschiedene Museen in den Räumen. Im englischen Schlosspark wächst eine 700 Jahre alte Linde mit einem Stammumfang von 8 Meter. Jetzt nur mit zwei gewaltigen Seitenarmen, die gestützt werden. Lipo heißt auf Tschechisch Linde und der Ort Kamenice bei Lipo wird danach genannt. A utíkali rychle pryč. Ale pěstouni spali jen na půl oka, jako by něco tušili. Janičko, co tam u tebe v komůrce tak šramotí? Už jdeš spát? A z komůrky se ozvalo Košťátko. Už jdu spát, matičko. Jenom si vlasy rozčešu. No dobrá, 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 dobrá. Diesen Hallenbau werde ich noch besuchen. Zurück zum Marktplatz. Obwohl ein Wochentag, gibt es hier ein sehr reges Stadtleben. Das ist der Hallenbau, den ich vom Parkplatz aus gesehen habe, der vielleicht für die Bierproduktion benutzt wird. Das Lindenzeichen und die große Linde am Hauptplatz. Einige Schulklassen sind unterwegs. Still ist es nur in den Nebengassen mit sehr kleinen Geschäften. Vom Hauptplatz gehe ich zur Pfarrkirche mit bemerkenswerten Grabplatten von fürstlichen Herrschaften aus dem Jahr 1551 bis 1598. Die Kirche zu Maria Himmelfahrt ist reich geschmückt im Rokoko-Stil und Barock. Ein einfacher Beichtstuhl steht noch in einem finsteren Nische. Das war Kamenice nad Lipou. Weiterfahrt nach Bilgram.
Hier finde ich an der Stadtmauer der Altstadt noch einen Parkplatz. Einer der aus dem 14. Jahrhundert stammende Torturm. Die heutige Industriestadt gehörte im 13. Jahrhundert zum Prager Bistum. Nach dem Brand von 1289 wurde die Stadt vom Bischof Tobias erneuert und befestigt. Bei weiteren Bränden wurde 1561 und 1582 die schönen Fachwerkhäuser vernichtet und nur noch wenige gotische und Renaissancehäuser blieben erhalten. Das Stadtbild prägt heute spätbarocke, klassizistische Fassaden aus dem 19. Jahrhundert. Das 1561 erbaute Renaissancehaus mit Sgraffiti-Dekor. Das zweite Stadttor der historischen Altstadt von Bilgram. Die Altstadt steht seit 1969 unter Denkmalschutz. Wieder zurück zum Hauptplatz komme ich beim Schloss von Bischof Adam Rezanski vorbei, der es im Barock umbauen ließ und heute als Museum für Volkskunde und Geschichte dient. Gleich neben dem Schloss steht die ursprünglich gotische St. Bartholomäikirche. Sie wurde 1575 in den Renaissance-Stil umgestaltet und im 18. Jahrhundert barockisiert. Der reich geschmückte Hochaltar zeigt das Bild von Maria Himmelfahrt. An der gotischen Außenfront der Apsis der Kirche gibt es zwei Nischen mit alten Fresken. Und gleich daneben der schöne Pfarrhof. Oberhalb der Kirche gehe ich durch einen schönen Park mit einem Häuschen und Gedenktafel für drei Dekane aus dem Jahr 1902 bis 1925. Auch werden hier Papageien gehalten. Zurück geht es wieder Richtung Hauptplatz. An den Arkaden hinunter. Und hier steht auch das Gemeindeamt mit den Wappen der Stadt. Dann durch das große Stadttor hinaus zum Parkplatz und weiter Fahrt nach Kamen. Der nach einem mächtigen Felsen benannte Ort besitzt ein aus dem Umbau einer gotischen Burg hervorgegangenes frühbarockes Schloss. Am 4. August 1450 lud sein Besitzer Burkhard Kammeret zu einem Friedensgespräch zwischen Hussiten und Katholiken ein. Jiri von Podebrady, später König von Böhmen, und dem Führer der katholischen Seite Heinrich von Rosenberg. Über viele Treppen geht es hinauf zur Burg und zu einer Führung seiner Räume. Seit dem Jahr 1523 kam die Burg 200 Jahre lang zum Adelsgeschlecht Malowetsch. Der berühmteste Malowetsch war Ritter Johann Christoph. Er veränderte die Burg in eine Spätrenaissance-Residenz. Der Rittersaal mit dem Hochzeitsbanner, das für die Hochzeit von Kronprinz Rudolf von Stephanie von Belgien im Mai 1881 angefertigt wurde. Und die Kapelle. Die Jagd wurde hier um 1870 besonders leidenschaftlich gepflegt.
Die Dominante hier ist der Kachelofen aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das Mobiliar der Burg wurde in der kommunistischen Ära vernichtet oder gestohlen. Von der originalen Einrichtung blieb nur ein kleiner Teil. Ab dem Jahr 1997 wurden Einrichtungen für den Herrensitz aus dem Jahr 19. bis 20. Jahrhundert teilweise gekauft oder ausgeborgt. Der Speisesaal hat den Charakter des historischen Stils des 19. Jahrhunderts. Am Tisch eine Kollektion von Fayence-Keramik. Auch der Kachelofen passt in diese Zeit. Der neue Renaissance-Kredenz, ein russischer Samovar, sind Drechselarbeiten und Schnitzarbeiten aus hartem Eichenholz. Die Burgbibliothek vom Schloss Petrovic gehörte bis 1948 der Familie Sorski und hält 600 Bände in deutscher Sprache. Die Landkarte aus Böhmen aus dem Jahr 1720 von Christoph Müller, ein kaiserlicher Militäringenieur. Neben der Bibliothek ein kleiner Salon. Er soll die Vorliebe des Adels für Reisen zeigen. Unter anderem ein handgemalter Kassettenkasten, Reisetruhe, Fernrohr und seltenes Porzellan. Ein Bild der Burg aus der gotischen Zeit und die Befestigungsanlage. Eine weitere Führung beinhaltet das reiche Motorradmuseum von seltenen Exemplaren, angefangen von 1899, das ich aber nicht besuche. Ausblick auf einen Teil des Dorfes Kamen und auf den riesigen Felsen, auf dem das Schloss aufgebaut wurde. Rückweg durch das Tor und Schlosspark hinunter zum Ort und Parkplatz. Weiterfahrt zur sehenswerten Burgruine Chosnik. Von einem fast vollen Parkplatz geht es zu Fuß einen halben Kilometer und 100 Höhenmeter durch den Wald hinauf zur Ruine. Mit 60 Kronen Eintritt kann man die Burgruine besuchen. Die ehemalige Burg der Herren von Rosenberg auf dem gleichnamigen Hügel, gegründet von Benes von Kuschtik in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Es ist eine sogenannte Doppelburg, hier residierten zwei unabhängige Herren. Die Befestigung der Burg ist so groß, dass sie auch in den Hussitenkriegen nicht erobert wurde. Mein Weg führt mich gleich zu den größeren der zwei vorhandenen Türmen, der jetzt als Aussichtsturm dient. Holztreppen innerhalb der fast 2 Meter starken Mauern bringen mich zu einer Plattform mit unglaublich weiter Aussicht über die Ebene.
und unter mir liegt der Ort Großneck. Der zweite, kleinere Vierkantturm. Nochmals der Ort Großneck und in ca. 20 Kilometer Entfernung die Stadt Tabor. Nach dem Abstieg eine kleine Wanderung durch die Mauerreste der ehemaligen Burg und riesigen Wehranlagen. Ein kurzer Besuch auch zum zweiten Turm, der aber innen keine Stockwerke mehr hat. Und Blick von hier zum Aussichtsturm. Seit dem 17. Jahrhundert gilt die Burg als verlassen. Rückweg von den Ruinen und dem Rosenberg hinunter zum Parkplatz. Nach der Grenze wieder über Eisgarn, Heidenreichstein, Wittis und Zwettl nach Ottenschlag zurück.